Hallo aus der OP-Redaktion. Trotz einiger Lockerungen stecken wir noch immer mittendrin in der Corona-Pandemie. Noch immer gilt es, zusammenzuhalten und gemeinsam das Beste aus der Krise zu machen. Und deshalb habe ich wieder mal ein paar positive Sachen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf gesammelt, die euch ein bisschen Mut und Zuversicht schenken sollen. Nummer 1. So wie diesen außergewöhnlichen Gottesdienst vor dem Alten- und Pflegeheim in Frohnhausen. Wie in allen Heimen sind dort die Bewohner ja seit einigen Wochen ziemlich isoliert. Und somit waren auch keine Andachten möglich. Aber Pfarrerin Anna Scholz hat sich kurzerhand mit dem Verkehrsdienst Hessen zusammengetan und einen Gottesdienst mit dem Lautsprecherwagen übertragen. Und so sorgten Jan Kraft und Lisa Retsch dafür, dass die Bewohner endlich wieder geistlichen Beistand bekamen. Wir bitten dich für alle, die ihre Liebsten vermissen. Wir bitten dich für alle, die einsam sind. Und dem nicht genug. Danach gab es auch noch ein Wunschkonzert für die Bewohner, die sich ihre liebsten Schlager im Vorfeld ausgesucht hatten. Eine wirklich tolle Aktion, die so manchem Bewohner Freudentränen in die Augen getrieben hat. Nummer 2. Für musikalischen Beistand der besonderen Art hat auch Birgit Götz während der Corona-Krise gesorgt. Jeden Abend hat die Michelbacherin die Kirche erklommen und mit ihrem Waldhorn für die Bewohner gespielt. Und mittlerweile ist es ein schönes Ritual, auch für mich selber, weil ich mich durch das Spielen der Lieder auch an dem Inhalt festhalte. Und wenn ich hatte jetzt gedacht, als erstes Spiel, ich lege deine Sorgen nieder. Und das ist auch für mich eine gute Zeit, weil ich einfach selber dann auch meine Sorgen bei Gott niederlegen kann, indem ich das spiele. Was für eine wunderbare Sache. Die Michelbacher waren für diese wundervollen, mutmachenden Klänge sehr dankbar. Nummer 3. Dankbar war auch Lehrerin Susanne Linnertz von der Grundschule Amöneburg. Dafür, dass ihre Schülerinnen und Schüler in der Krise bislang so gut durchgehalten haben. Die Kinder haben Corona-Tagebuch geschrieben oder gemalt. So wie Paul. Der hat gemalt, wie zwei Freunde das doofe Coronavirus mit Seife besiegen. Auch zu Hause die Kinder haben ganz neue Talente entwickelt. So wie der kleine Michel, der zum Naturfilm-Moderator avanciert ist. Dann kannst du losgehen? Jetzt kannst du losgehen. Was will ich denn sehen? Was ist der Sandstein hinter Marburg? Der Buntsandstein hinter Marburg. Die Kinder sind die wahren Corona-Helden, findet Lehrerin Susanne Linnertz. Und ich finde das auch. Aber wir alle können in dieser Krise unseren klitzekleinen Heldenbeitrag leisten, indem wir aufeinander aufpassen und füreinander da sind. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bitte passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal.